Dies ist ein schöner Tag. Dies ist ein sehr schöner Tag, weil wir einen großen Hannoveraner dadurch ehren, dass wir einen Platz nach ihm benennen. Und wir haben uns lange Zeit dafür eingesetzt, dass nach ihm etwas benannt wird. Ich habe mich sehr gefreut, dass ein, wenn man so will, Kollege, kann man so sagen, ne? Kollege von Dietrich Kittler, Matthias Brodovi, das nochmal richtig öffentlich gemacht hat, gesagt hat, wir brauchen eine Dietrich-Kittler-Straße. Wenn ich mich ganz herzlich bedanke, auch im Namen von Heidi, dem Südstädtern, dass sie hier diese Initiative ergriffen haben, einen Platz nach Dietrich Kittler zu benennen, will ich hinzufügen, dass man auch seine liebe Frau Christel nicht außer Acht lassen darf. Die muss man hier auch mit erwähnen, denn ohne Christel wäre Dietrich nicht das gewesen und geworden, was er dann tatsächlich auch wurde. Aber ich glaube, dass Kittner für das bundesdeutsche Kabarett, nicht nur für Hannover, für das bundesdeutsche Kabarett eine ganz, ganz wichtige Rolle spielte. Vielleicht gerade in seiner manchmal doch sehr dogmatischen Art und Unnachgiebigkeit. Aber das braucht es ja auch. Kann doch nicht sein, dass im Kabarett alle nur weichgespült sind. Es braucht ja auch mal jemanden, an dem man sich reiben kann, wo man vielleicht auch mal im Publikum sitzt und sagt, nee, also das geht mir jetzt zu weit, da hat er jetzt nicht recht. Aber wenigstens denkt man dann über die Sache nach. Und das ist was, was Kabarett machen muss. Hier kommt die Enthüllung. Es ist alles richtig geschrieben. Ja.